Ja, wenn Talal mir sein Wort gibt. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödie? Ich kann es leider nicht sagen. Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Ja, schön. Ja, endlich. So. Dich werde ich verbrugeln. Hey, wo gehst du hin? Können sie nicht. So, und dann muss man bei den. Wir haben ja dann noch um die Ecke hier. Schöne Malaikuben. Oh, Shalom. Ich bin niemand. Ein Freund von mir? Nein? Also bewegt euch. Ja, ja, tut mir leid. Sorry. Und go. Wegen mit dem falschen Angriff. Und so, sag's mal. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet ein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Okay. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Okay. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Schade. Für ihn vielleicht. Aber nicht für euch. Das war jetzt unnötig. Aber vielleicht macht sie mal Spaß. So. Oh, hi. Tschüss. Das war vielleicht nicht so klug. So, was ich jetzt machen, was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist in das Büro zu gehen und mal schauen, wer da auf uns wartet. Bleibt mal ein bisschen am Boden. Ihr tut mir weh! Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Haltet euch fest! Aua! Aua! Ja, einfach draufprügeln wie ein Verrückter. Aua! Zack, und den greifen wir mal in den hier an. Und guck mal, so stark, oder? Dankeschön. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückziehen. So, jetzt haben wir die Kurtisanen auch auf unserer Seite. Ist das nicht schön? So, dann können wir jetzt endlich weiter ins Büro. Partisanen sind auf meiner Seite. Jetzt dachte ich schon, mein Handy fängt wieder an. Jetzt will ich einfach nicht reingegangen. Das ist zum Kotzen, dachte ich schon, mein Handy. Ja, wenn ich mich noch einmal anruft. Zum zweiten Mal hier jetzt. Muss doch nicht sein, oder? So. Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Na du Einarmiger. Bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Sagt mir, was ihr über einen Mann namens Talal wisst. Es ist eure Aufgabe, den Mann zu finden und zu töten, Altair. Nicht meine. Ihr solltet mich unterstützen. Sein Tod dient dem ganzen Land. Leugnet ihr, dass sein Tod auch euch dienen würde? Das sollte nicht eure Sorge sein. Aber eure Aktionen bereiten mir Sorge. Dann helft mir nicht. Ich finde ihn auch allein. Wartet, wartet. Es hilft nicht, wenn ihr wie ein Blinder durch die Stadt stolpert. Besser, ihr wisst, wo ihr mit der Suche beginnen sollt. Ich höre. Mir fallen drei Orte ein. Südlich von hier auf den Märkten, entlang der Grenze zwischen den muslimischen und den jüdischen Vierteln. Im Norden, bei der Moschee in diesem Viertel. Und im Osten, vor der St. Anna-Kirche, in der Nähe des Bab-Arihach-Tores. Ist das alles? Es reicht, um zu beginnen. Und es ist mehr, als ihr verdient habt. Okay, danke, Malik. Aber wir werden es früh genug verstehen.
So. Bindungsmann getroffen. Ab jetzt. Okay, was hat er gesagt, soll ich machen? Ich hab's nicht, ich hab nicht ganz zugehört. Ah, irgendwas mit Verbindungskirche, bla bla bla. Wir gehen zum nächsten Aussichtspunkt. Ja. Man hat noch einen Aussichtspunkt, wenn und wenn wir so, wenn wir halt nicht sehen, dass hier ich gerade eine Mission habe, so wie das Verprügeln von irgendwelchen Typen und danach umzubringen, dann ist mir das Wurst. Kann ich da hoch? So, nee, doch, da kann ich hoch. Alles klar. So, jetzt sind wir gleich oben. Jo. Synchronisationieren. Synchronisationieren. So, ah, da darf ich jemanden die Geldbörse entnehmen. Sagen wir mal so. Das machen wir doch gleich. So. Wo haben wir ihn? Unseren. Oh nein, ein Templer? Shit, Alter. Genau. Jetzt komm, komm, komm. Das ist nur der erste Templer. Yes! Wir haben unseren ersten Templer erledigt, Leute. Das war gut. Das war gut. Den konnten wir aber auch schnell erledigen. Dank des schönen Konters. Hätten wir keinen Konter, hätten wir ihn nicht erledigen können. Da oben haben wir Touchendiebstahl. Wenn die Wache nicht einschreitet, liegt es an uns, etwas zu unternehmen. Was ihr vorschlagt, ist Wahnsinn. Aber notwendig. Wie viele mehr müssen verschwinden, bevor die Menschen sich erheben? Das geht uns nichts an. Noch nicht. Aber wenn wir weiter untätig sind, schon bald. Also, was schlagt ihr vor? Ich habe den Mann beobachtet und alles über sein Geschäft gelernt. Ich habe alles auf dieser Karte verzeichnet. Alles klar, dann her damit. Er inspiziert sein Lager. Jeden Tag zur gleichen Stunde. Dann schlage ich zu. Ihr habt also einen Fetzen Pergament. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. Soweit wird es nicht dann kommen. Dann gib's einfach mir, ich könnte mit den egal. Leuten reden eigentlich. Aber es ist ein Risiko, ich gebe mir dein Pergament, ich erledige deine Sache für dich. Wünscht mir oh Glück, ja, cool. Für mach ihn für mich platt, hier hast du meine Karte. Dankeschön, tschüss. Was? Du wirst nie entkommen. Nein! Klettert ab! Ich bin schon wieder drin. Ich hab's ja nicht mehr geschafft. Nicht so gut. Es war nicht so gut. Tut mir leid. Okay, ich probier's nochmal. Das ist sinnlos. Hier finde ich ihn nie. So, dann halt nochmal. Okay. Fallen lassen, ja. So. Fallen lassen. Ich bin nur so ein Typ, der an der Leiter hochklettert. Hä? Dieben wie euch muss man sich. Das kostet dich den Kopf. Komm hierher zurück. Ah. Ab die Leiter hoch. Du gehörst mir. So. Wo darf ich rein? Da kommt er hoch. Er ist hier. Wo bin ich? Hm? Siehst du mich noch? Hier drüben. Du entkommst nicht. Ja, kommst du hoch oder eher nicht so? Ja, du entkommst mir nicht. Okay, wir haben uns glaube ich ein bisschen aufgehalten hier gerade. Da ist er. Haltet ihn. Du gehörst mir. Komm, du kannst mich nicht sehen. Scheiße.
Ja, wir stehen hier halt kurz rum. Ich darf ihn nicht gleich beim ersten Mal bestellen. Das war mein Fehler. Und jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Schwul. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss mit dir und ciao.